Okay, so, jetzt legen wir los. Wir werden uns heute mit ein paar Sätzen beschäftigen im Kontext Primzahlen, Primfaktorzerlegung, Teilbarkeit und mit einigen anderen Dingen, die aus dem Kontext stammen. Das heißt, wir haben heute sozusagen ein Potpourri zu Teilbarkeit und Primfaktorzerlegung. Und wir fangen an mit Hasse-Diagrammen. Wo ist meine Kreide? Da. Okay, nochmal der Hinweis, bitte. Alle Seitengeräusche einstellen. Seitengeräusch heißt auch reden. Okay? Sonst muss ich sauer werden. Okay, was sind Hasse-Diagramme? Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Es ist irgendeine Menge gegeben. Irgendeine Menge, nehmen wir mal die Menge 1, 2, 4, 3, 5 und 10. Und jetzt wollen wir darstellen, welche dieser Zahlen in der Teilbarkeitsrelation zueinander stehen. Und zwar grafisch. Okay, wie macht man sowas? Ich mache hier mal die 1 hin. Und jetzt kann man sagen, die 1, die steht ja in Relation zur 2, denn die 1 teilt die 2. Die 1 teilt die 2, also steht die 1 in Relation zur 2. Und dann kann man das folgendermaßen mal darstellen, mit einem Pfeil dazwischen. So. Das soll jetzt bedeuten, die 1 teilt die 2. Welche weiteren Pfeile muss ich zeichnen? Ja. 1 teilt 4, okay. Ja. 1, 3. 1 teilt die 5. Jetzt wird es schon ein bisschen durcheinander hier, ne? Und die 1 teilt die 10. Ich mach's mal so. Okay. Welche Pfeile muss ich noch malen? Sind es alle? Ja? Die 2 teilt die 4, okay. Ja? Die 5 teilt die 10. Ja? Die 2 teilt die 10. Die 2 teilt die 10. Oh, oh, oh. So, okay. Noch welche? Da kommen sie, da fehlen noch welche. Jede Zahl teilt sich selbst, genau. So, machen wir hier mal so Kringelchen ran. Das ist die Reflexivität der Relation, ne? Hier, dieser Kringel. Okay. Das ist ein Diagramm, das die Relation darstellt, so wie sie für diese Menge gegeben ist. Sie merken, es ist ein bisschen unübersichtlich. Da kann man ein bisschen was weglassen. Also das Erste, was man weglässt, ist, ich bin heiser heute hier, das Erste, was man weglässt, ist die Pfeilspitzen. Die Pfeilspitzen stören. Ja, braucht man nicht unbedingt, weil wir haben es so dargestellt, dass die Zahl, die die andere teilt, weiter unten ist oder so, und dann kann man das auch so darstellen. Was man auch weglassen kann, ist, was können wir noch weglassen? Jemand einen Vorschlag? Ja? Sich selbst, also diese Kringelpfeile kann man weglassen, sowieso klar bei Teilbarkeit. Ne? Jede Zahl teilt sich selbst, gilt für alle. Was kann man noch weglassen? Ja? Ja, die Diagonalen, also von 1 zu 4, weil 1 teilt ja 2, deswegen muss es auch 4 teilen. Richtig, diese Brückenpfeile können wir weglassen, oder nee, Quatsch, diese direkten Pfeile von 1 zu 4 können wir weglassen. Wenn die 1 die 2 teilt und die 2 die 4, dann teilt auch die 1 die 4, wegen der Transitivität. Wir wissen ja,
Die Teilbarkeitsrelation ist transitiv, also können wir auch diese Pfeile weglassen, die sich ergeben aus der Transitivität. Ja. Ich denke, generell die 1 kann man weglassen, weil klar, dass die alles teilt. Achso, die 1 kann man weglassen, weil die alles teilt. Okay, nur wenn ich jetzt diese. Ja, Sie haben recht, könnte man machen. Ja, nur macht man nicht, weil man sozusagen das Relationendiagramm für die gesamte Menge angeben will. Und wenn die 1 da mit drin ist, dann gibt man die auch mit an. Okay. So, wie können wir das jetzt schicker machen? Also die 1. Dann haben wir die 2. Überlegen. Also Pfeilspitze wollten wir weglassen. Die 2 haben wir hier. Dann können wir die 4 hier hin machen. Die 5 machen wir da hin. Und die 3 hier. Und die 10 da. Dann haben wir hier noch die 2 und die 5. So, ne? So passt es. Gucken Sie mal, ob ich einen Pfeil vergessen habe. So etwas nennt man ein Hasse-Diagramm, eine solche Darstellung einer Teilbarkeitsrelation. War das gerade ein Handy, das geklingelt hat? Ah. Ich mache das ja üblicherweise so, dass wenn irgendwo ein Handy klingelt und ich schnell genug in der Nähe bin, dann nehme ich ab und spreche mit demjenigen. Also, wenn Ihr Handy klingelt, müssen Sie damit rechnen, jederzeit, dass das hier zum Thema der Gesamtveranstaltung wird. Dann frage ich denjenigen, wer das so ist, was er so macht, warum er sie jetzt anruft. Ja? Könnte peinlich werden. Lieber Handys ausmachen. Okay, jetzt ist natürlich diese Menge hier irgendwie völlig frei gewählt. Spannend ist es, sich Hasse-Diagramme anzuschauen für Teilermengen einer Zahl. Schauen wir uns mal das Hasse-Diagramm für die Teilermenge der Zahl 6 an. Welche Zahlen teilen die 6? 1, 2, 3 und 6. Okay, klar. Wie sieht das Hasse-Diagramm der Zahl 6 aus? Wir haben die 1. Die 1 teilt die 2. Die 1 teilt die 3. Und die 2 und die 3 teilen die 6. Ah, das sieht schon sehr viel strukturierter und symmetrischer aus als das da. Ja? Gucken wir uns mal ein paar weitere an. Schauen wir uns mal das Hasse-Diagramm der 12 an. Ja? Die Frage ist, ob es egal ist, wo die 1 steht, ob sie oben oder unten steht. Nein, sie sollte unten stehen, damit wir uns die Pfeilspitzen schenken können. Eine Zahl, die niedriger steht, heißt, diese Zahl teilt diese Zahl. Die 1 teilt die 2. Deswegen steht die 1 niedriger als die 2. Wenn wir darauf verzichten wollten, auf die Bedeutung dieser Position innerhalb des Diagramms, dann bräuchten wir die Pfeilspitzen. Bei der 12 ist es so, da haben wir die 1, 2, 3, 4, 6 und 12. Das sind die Teile der 12. Wie würden Sie das Diagramm der 12 machen, wenn Sie auch dieses hier mal im Hinterkopf behalten? Ja? Also, 1. Da fehlt noch die 4, ne? Okay. Also, wo würden Sie jetzt was hinmachen? Von der 2 noch zum Strich zu einer 4. Und dann von der 3. Und dann von der 3, 6 und 4 zu der 12. Von der 3, 6 und 4 zu 12. Nachher wir die 12 hin. Von der. Warum brauchen wir nicht von der 3? Geht über die 6. Ja, die 3 teilt die 6, die 6 teilt die 12, also Transitivität, transitive Pfeile brauchen wir nicht einzuzeichnen. So.
Wie wird jetzt das Hasse-Diagramm der 24 aussehen? Was meinen Sie? Ja? Auf die 8 erweitern? Von der 12 auf die 24. Genau, 48 und so weiter und so weiter und so weiter. Ne? Aha, da beginnt sich so langsam eine Struktur herauszuschälen. Machen wir noch ein paar andere. Müssen wir so langsam ein Gefühl dafür kriegen, wie diese Hasse-Diagramme funktionieren. Nehmen wir mal die 36. Nennen Sie mir mal die Teile der 36. Alle Teile der 36. Sagen Sie mal. Hm? 36, genau. 18 fehlt noch, alles klar. So. Genau. 9 Teiler insgesamt. So, wie machen wir jetzt das Hasse-Diagramm? Oh, jetzt wird es schwierig. Wie schreibt man das strukturiert auf? Ja? Ich kann eine Primfaktorzerlegung von 36 machen. Sehr schön, wir machen eine Primfaktorzerlegung der 36. Wie lautet die denn? 2 mal 2 mal 3 mal 3. 2 mal 2 mal 3 mal 3. Oder anders gesagt? 2 mal 3 mal 3. Genau. So, ich beginne bei der 1. Hier habe ich die 2 hoch 1. Da habe ich die 2 hoch 2. Die 4. Ich gehe in die andere Richtung. Dann habe ich hier die 3 hoch 1. Und da die 3 hoch 2. Die 9. Ja? 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2. Ich gebe es so 2 hoch 2. 3 hoch 0, 3 hoch 1, 3 hoch 2. So, jetzt habe ich durch diese Primfaktorzerlegung sozusagen den Raum aufgespannt, in dem sich jetzt alle weiteren ergeben werden. Wenn ich die 2 mit der 3 multipliziere, komme ich auf die 6. Ich kann auch die 6 mit der 2 multiplizieren, dann komme ich auf die 12. Wenn ich jetzt in diese Richtung gehe, multipliziere ich mit 2. 3 mal 2 ist 6, 6 mal 2 ist 12, denn 4 mal 3 ist auch 12. Wenn ich jetzt in diese Richtung gehe, multipliziere ich mit 3. 4 mal 3 ist 12 und 6 mal 2 ist auch 12. 6 mal 3 ist 18, stimmt auch, ne? Denn 9 mal 2 ist auch 18. Und 18 mal 2 ist dasselbe wie 12 mal 3, das ist 36. Wenn man das mal mit den Primfaktoren darstellt, ich male das hier gerade nochmal schnell ab. Zu wenig Platz hier, mache ich es hier hin. So, dann habe ich hier unten die 2 hoch 0 mal 3 hoch 0. 2 hoch 0 ist 1, 3 hoch 0 ist 1. Beides zusammen multipliziert ist auch 1.